Charger 103 se ta švíš Shrimati's Divine Grace AC Bhakti Danta Sami Maharaj Prabhupati Jaya Ananta Koti Vaishna Vrinda Jaya Namachasha Rasta Koti Jaya Premseko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gradhar Har Shri Vasari Gaur Bhakta Rinda Ki Jaya Samaveda Bhakta Rinda Ki Jaya Go Priminanda All glories to assembly All glories to assembly All glories to assembly All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga All glories to Srila Prabhupada Kommen wir den siebten Kanto von gestern. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, wir können aus dem Srimad Bhagavatam lesen, aus dem siebten Kanto, neuntes Kapitel, Text. Moment mal. Siebtes Kanto, neuntes Kapitel, Text 52. Das ist, nachdem Prahlad Maharaj Lord Nrisimhadev besänftigt hatte, jetzt spricht Lord Nrisimhadev selbst. Shri Bhagavan Uvacha Prarada Bhadra Bhadram Te Prituham Te Surotama Varam Vri Nishwabhimatam Kama Purosmi Aham Rinam. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagte: Mein lieber Prahlad, o überaus Wohlerzogene, o bestes Mitglied der Familie der Asuras, alles Glück sei mit dir. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Es ist mir ein Vergnügen, die Wünsche aller Lebewesen zu erfüllen. Und deshalb darfst du mich um jede beliebige Segnung bitten, die du gerne haben möchtest. Erläuterung von Srila Prabhupada. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist als Bhakta Vatsala bekannt, als die höchste Persönlichkeit, die ihren Geweihten sehr zugetan ist. Es ist nicht besonders außergewöhnlich, dass der Herr seinen Geweihten alle Segnungen anbot. Tatsächlich sagte die höchste Persönlichkeit Gottes: Ich erfülle die Wünsche eines jeden. Da du mein Geweihter bist, wirst du selbstverständlich alles erhalten, was du für dich selbst begehrst. Doch wenn du für jemand anderen irgendetwas erbittest, wird auch diese Bitte erfüllt werden. Wenn wir uns an den höchsten Herrn oder seinen Geweihten wenden und wenn wir von einem Gottgeweihten gesegnet werden, werden uns also naturgemäß von selbst die Segnungen des höchsten Herrn zuteil werden. Yasya Prasadat Bhagavat Prasada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, dass einem alle Wünsche in Erfüllung gehen werden, wenn man den Vaishnava Guru erfreut.
Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swam Dinamani. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pashkati Desatarne. Die erste Persönlichkeit Gottes sagte, mein lieber Prahlad, o überaus wohlerzogene, o bestes Mitglied der Familie der Asuras, alles Glück sei mit dir. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Es ist mir ein Vergnügen, die Wünsche aller Lebewesen zu erfüllen und deshalb darfst du mich um jede beliebige Segnung bitten, die du gerne haben möchtest. So, dieser Schloka spricht natürlich etwas absolut Essentielles an. Wir sind hier alle, wie wir hier sitzen, von Segnungen abhängig. Und wir sitzen hier an dieser Stelle nur wegen den Segnungen. Prabhupada hat gesagt, wir sollten nie vergessen, wo wir herkommen. Gibt es immer ein Problem im Krishna-Bewusstsein. Wir können uns erinnern, wo wir herkommen. Ich würde sagen, ich komme aus einer Mülltonne oder irgend sowas. Das ist der Ursprung von meiner Geburt hier in dieser Welt. Meine Mutter hat es mir verraten. Ich bin eine typische Verkörperung von Varna Shankara. Nicht geplant, unerwartet. Eine Überraschung. Ah. Ja. Meine Mutter war 19 Jahre alt. Die hat mit meinem Vater, die haben nicht mal einen Platz zum Leben gehabt. War so die Nachkriegsgeneration. So, sie sagte mir ganz vertraulich, es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell. Ich mir sogar den Ort verraten. So ein typisches Varnashankara. Was der Kredit zu meinen Eltern ist, dass sie haben die Verantwortung übernommen. Okay? Jetzt ist passiert, jetzt müssen wir die Verantwortung übernehmen. Das haben sie immer getan. Ja, nicht mehr. So, Prabhupada hat gesagt, wir sollten nie vergessen, wo wir herkommen. Und wir wissen ja, wo wir hingehen wollen. Zurück zu Gott. Wir können lesen, wie es dort aussieht. Wir können lesen, was die da machen. Wir können lesen, was Krishna da macht. Wir haben alle Informationen. Keine andere religiöse Bewegung oder was auch immer kann dies anbieten. Die sagen immer im Himmel und zeigen nach oben. Was der Himmel ist, da gibt es schon verschiedene Auffassungen. Es ist nur nebenbei. Prabhupada, habe ich gerade vor kurzem gehört, hat gesagt, die Christen gehen nicht zurück zu Gott. Nein, die gehen in den Himmel. Die guten Christen. Weil die reden ja immer im Himmel. So, Moslems haben noch eine ganz mehr farbenfrohe Auffassung, was im Himmel passiert. Der erste, was im Himmel passiert, man kann eine Menge Sex haben. So, das ist unsere Auffassung von unserem Ort, den wir anstreben, ist ein bisschen anders. Wir wissen, wie es in Vaikuntha aussieht, wir haben wunderbare, detaillierte Beschreibungen. Das Problem ist, wo sind wir jetzt? Da ist das Problem. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir hingehen, aber wo sind wir jetzt? Da arbeiten wir dran. Wir können nicht sagen, na, ich bin schon da. Das ist genauso, wie meine Bushaltestelle steht und ich bin schon da. Nein, ich stehe an der Bushaltestelle und warte, bis der Bus kommt. Und dann fahre ich dahin. So, das ist natürlich ein Problem, weil wir sind in eine Welt erzogen worden, die voll von Bezeichnungen ist. Von Anfang an, von unserer Geburt an, hat man uns eine Bezeichnung aufgedrückt. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und du solltest so sein. Und das ist dein Name und das ist das Land, wo du geboren bist. Und wir sind ständig geformt worden von diesen Bezeichnungen. Und man hat erwartet, dass wir uns damit identifizieren. Alles falsch. Alles Bezeichnung, die sich auf den Körper bezieht. Und sogar die Natur des Körpers, besonders in der heutigen Gesellschaft, wird nicht verstanden.
Heute diskutieren sie sogar, ob sie ein Mann oder Frau sind. Wie mehr verwirrt man sein kann. Entschuldigung, aber ich weiß, was für ein Körper ich habe. Es ist nicht schwierig zu spekulieren hier. Es ist ein männlicher Körper. Und ich kann erkennen, das ist ein weiblicher Körper. Das kann ich erkennen. Und jetzt diskutieren die sie. Ich fühle mich wie eine Frau, obwohl ich ein Mann bin. Nee. Ich meine, wie mehr verrückt man sein kann. Nicht nur, dass die glauben, ich bin der Körper, aber die wissen nicht mal welche. Na, unter den Gottgeweihten wird es natürlich mehr subtiler. Wir haben Auffassungen. Wir lesen ja, das ist ein Gottgeweihter. Und das, so handelt er, so tut, das tut er. Wir malen uns den Tilak an, ziehen uns an wie Gottgeweihte, ne? Und gehen los. Ich bin ein Gottgeweihter. Wirklich. Mal sehen. Ne? Jedes Mal, wenn die auf mich losgehen und sagen, oh, Prabhupada, denke ich, ja, mal gucken. Das ist nicht automatisch. Ich bin ein Kasten, ich bin kein Kastenmitglied von Prabhupada Schülerkaste. Ja? Mal gucken. Man wird ja erwartet, wenn man Prabhupada Schüler ist, dann wird man auch demgemäß, wie Schüler Prabhupada gesagt hat, handeln. Wenn man nicht folgt, dann kann man kein Nachfolger werden. Das ist alles verbunden. Und das Wort Schüler, in Deutschland funktioniert das nicht, aber in Englischen, Disciple, das wird abgeleitet von Disziplin. Das Disziplin, das ist einfach, in dem Sinne, wie ich die Disziplin folge, in dem Sinne bin ich ein Schüler. In dem Sinne, wie ich ein Gottgeweihter handle, in dem Sinne bin ich ein Gottgeweihter. Und in dem Sinne, wie ich nicht ein Gottgeweihter war, bin ich nicht Gottgeweihter. Das nennt man Karma Mishra Bhakti. Das ist ein Gemischt. Manchmal kommen die materiellen Verlangen zum Vorschein, manchmal kommen die spirituellen Verlangen zum Vorschein. Das ist ein Kampf. Wie weit werden wir Gott geweiht? Heute. Mal gucken. Ne? Ja. Der Geist macht nicht mit. Der sagt, ich stelle mir vor. Mal gucken. Und dann kommt vom Herzen, oh, das ist ein gefährlicher Ort. Da kommen wie Blasen, die Verlangen so hoch. Wo kommt das denn her? Ja, da gibt es eine Menge. Die kennen wir noch gar nicht. Vom vergangenen Leben ist alles da gespeichert. Und im Prozess der Reinigung, wenn wir chanten, wird das alles aktiviert. Manchmal Gottgeweihte sagen, aber bevor ich gekommen bin zum Krishna, ich war so friedvoll. Ich saß da in meiner Wohnung. Wenn ich schlafen wollte, habe ich geschlafen. Wenn ich essen wollte, habe ich gegessen. Es gibt so Existenzen. Und dann habe ich nachgedacht, ein Buch gelesen. Ja. Wenn mich jemand gestört hat, habe ich die Tür zugemacht. Jetzt komme ich zum Tempel. Da ist immer ständig, da ist immer ein Druck da. Morgens aufstehen. Da ist immer eine Routine, da ist immer bang, 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 bang. Ich bin so agitiert. Und dann schickt man mich auf Sankirtan. Oh, oh. Wo ist der Frieden auf Sankirtan zu finden? Ich gehe mitten in diese Leute rein und der Verschwender. Allein die schon anzuschauen ist agitierend. Ja? Das ist ein Ozean der Agitation und da taucht man da rein. Denkt man, braucht man sich nur zu erinnern. Braucht man Bhagavad Gita aufzumachen, gleich erstes Kapitel, ist alles da. Arjuna wollte auch Ruhe haben. Und hat ganz legitime Einwände hervorgebracht. Hat gesagt, wie kann ich gegen meine Freunde, Lehrer, diejenigen, die ich respektiert habe, sogar Gottgeweihte standen auf deren Seite. Wie kann ich gegen sie kämpfen? Und das wird ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist kein Spaß. So, wie kann ich das machen? Lass die mal haben, was die haben wollen, ich gehe in den Wald. Krishna hat nur gelächelt, hat gesagt, Mahabharata, was ist dir eingefallen, oh Starkarmige? Arjuna, im Wald meditieren, das gab es schon vor Kurukshetra. Die Kshatriyas gingen in den Wald, weil sie hatten mystische Kräfte,
weil diese ganze Bogenschießerei und das Ganze, das war nicht so, you know, wie die Leute sich vorstellen heutzutage, primitiv mit Bogen und Pfeil. Die Pfeile waren mit Mantras geladen. Das haben wir nachher gesehen an Kurukshetra. Da war ein Schuss, puff, und dann wurde es dunkel. Oder da kam der Hagel vom Himmel runter. Oder da kam durch ein Pfeil. Und die Pfeile haben, das waren mantrageladene Geschosse. So, das, dazu braucht man mystische Kraft. So, die Kshatriyas gingen mal im Wald meditieren. Arjuna auch. Naja, als er da saß und meditierte im Wald. Natürlich, seinen Bogen hat er neben sich gehabt, so im Falle des Falles. Natürlich. Das ist Kshatriya-Mentalität. Immer was Schlagkräftiges in der Nähe haben. Ja? So, das ist natürlich. So, mitten in seiner Meditation tauchte da ein Wildschwein auf. Ja, er dachte, naja, Meditation hier und her, man darf ja nicht aus der Übung kommen. Ne? Gleich sein Bogen und puff, Wildschwein war tot. In dem gleichen Zeitpunkt kam aus der anderen Seite ein anderer Pfeil angeflogen und das Wildschwein hatte zwei Pfeile. Da kam so ein komisch aussehender Jäger aus dem Wald und hat gesagt, das ist mein Schwein, ich habe es erschossen, getötet. Und normalerweise Arjuna, Kshatriyas, die streiten sich nicht um Schweine. Aber da ging es um Prinzip. Wer hat als Erster geschossen? So hat Arjuna gesagt, ich habe als Erster geschossen. Das Schwein ist von mir getötet worden. Und der Jäger sagte, nein, ich habe als Erster geschossen. Das ist mein Schwein. Und dann hat Arjuna gesagt, okay, jetzt aber Schluss. Also jetzt machen wir die Meditation beiseite. Aber dieser dreckige Jäger da, der da aus dem Wald kommt, da muss man eine Lehre erteilen. Und dann ging es los. Der Arjuna auf den Jäger, der Jäger auf Arjuna. Und Arjuna hat sehr bald festgestellt, das ist kein gewöhnlicher Jäger. Wie er so sein Arsenal da, auf der anderen Seite kamen noch viel größere Geschosse. Und es wurde so ein kleines ökologische Katastrophe. Der Wald war schon im Feuer und die haben die ganze Landschaft verwüstet. Einfach wuff, wuff, wuff. Dann flogen zu uns die Brahmastras so rum. Dann kam wieder ein Brahmastra zurück. Arjuna dachte, Mann, das ist ja aber wirklich ein guter Jäger. Und als die Schlacht so wirklich am Gipfel war, hat der Jäger den Bogen beiseite gestellt und hat angefangen unheimlich zu lachen. Hat gesagt, Arjuna, ich kenne dich. War ein guter Kampf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Name ist Shiva. So, Arjuna hat verwirklicht, hey, Shiva ist gekommen, um ein bisschen Spaß zu haben. Und wenn Shiva Spaß hat, gehen eine Menge Sachen kaputt. Also das Universum geht kaputt. Das zum Schluss, das ist seine Aufgabe. So, und Shiva war so erfreut, hat ihm seinen Bogen gegeben. Dieser Bogen wurde dann sehr wichtig in Kurukshetra. Kampf. So, das ist nur ein kleines Beispiel. Wir können die Natur, die körperliche Natur sogar nicht unterdrücken. Geht nicht. Da gibt es grundsätzlich Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Das können wir nicht unterdrücken. Das kommt raus. Und jetzt kommt jemand in Krishna und sagt, aber das ist alles körperlich, wir sind ja transzendental. Wirklich. So, warum haben wir dann so viele Probleme da? Ich will jetzt nicht in diese Varnashram-Dharma-Details, das wäre eine lange Vorlesung geben. Aber da gibt es für jeden Varna bestimmte Pflichten und bestimmte Rechte. Und wenn das gemischt wird, dann gibt es nur Chaos, nur Probleme. Das ist Jiva, ich glaube Jiva Goswami. Ne? Er sagt, zum Beispiel, wie erfreut man verschiedene Mitglieder des Varna? Ne? Wie erfreut man einen Brahmana? Nur zu hören. Weil Brahmana unterrichtet. Und seine Zufriedenstellung ist, wenn die Leute zuhören und lernen und ihr Leben verbessern. Ja, das ist generell seine Zufriedenstellung. Kshatriya, wie stellt man denn zufrieden? Hingeben. Sofort hingeben.
Bitte, bitte beschützen. Ja, ich hänge völlig von deiner Barmherzigkeit. Bitte beschützen. Kshatriya sagt, sofort. Ja, hinter mir stellen, alles klar. Und das macht er selbst, wenn er abends mal getötet werden kann. Ist ihm völlig egal. So erkennt man einen echten Kshatriya. Der geht instinktiv. Unrecht, Gewalt. Er hat genau die gleichen Prinzipien wie Brahmana. Nur Brahmana unterrichtet und Kshatriya führt es aus. Und er ist völlig zufrieden. Ha, ich habe ihn getötet. Ne? Für den Rechten, der macht schon keine Probleme, der ist tot. Ja? Er hat einfach etabliert, einfach Recht und Schutz. Schutz ist sehr wichtig für ihn. Er liebt das. Er hat überhaupt keine Probleme, dabei getötet zu werden, weil diese Schutzbewusstsein ist so, ist eine Ekstase. Das passiert Vaishya nicht. Vaishya ist immer, was kostet das? Aber das kann man doch auch so lösen. Kommen Sie mal mehr, kommen Sie mal her. Ich gebe Ihnen hier ja, ein bisschen Geld und so. Wir können uns doch verständigen, nicht wahr? Was kosten, was wollen Sie haben? Und was verkaufen Sie nebenbei? Ich verkaufe das, Sie verkaufen das. Na, vielleicht können wir ein gutes Geschäft machen. Kann man alles machen. Bei Ihnen mache ich keinen Profit. Also für Sie mache ich sogar einen Extrapreis. Natürlich macht der Prophet, der lügt ständig. Ich habe gerade eine wunderbare Vorlesung von Prabhupada gehört, der sagt, der Varnashram Dharma ist so eingerichtet, dass zumindest ein Teil der Gesellschaft wird nicht lügen. Alle anderen lügen. Aber zumindest ein Teil nicht, das sind die Brahmanas. Der Rest erwarten wir nichts anderes. Die werden lügen. Kshatriya ist Diplomatie. Und Vaishya, fürs Geld, der wird fast alles machen. Und Shudra sowieso, um das Leid zu vermeiden. Aber nicht doch. Nicht hauen, das tut weh. Das ist völlig im Gegensatz der Kshatriya-Logik. Für ihn ist Hauen einfach der Weg. Für Shudra ist es Bedrohung. Oh, nicht hauen, nicht hauen. Das sind die meisten. Deswegen haben die Dämonen so eine gute Zeit, Angst zu erzeugen und die Shudras zu beängstigen. Vaishyas schon weniger. Die denken, ja, es ist eine Krisensituation, aber man kann immer einen Profit machen. Da gibt es Leute, die werden bei Krisensituationen sehr reich. Und Kshatriyas, die sind inspiriert. Hey, Chaos! Oh, jetzt fängt es wirklich der Spaß an. Okay, jetzt machen wir hier Ordnung hier. Und Brahmanas, die sind sehr dezent. Die sagen, ja, wir haben es manchmal aus Spaß im Sonntagsfest, Varnashram Dharma Seminar, ein paar Minuten, habe ich die Gäste gefragt, was werden sie machen, wenn plötzlich die Tür aufgeht und jemand kommt und schreit, Feuer, Feuer, das Haus ist im Feuer. Mal gucken, ganz spontan. Die meisten werden sagen, Hilfe, Hilfe, Feuerwehr, Hilfe, Hilfe. Und werden hin und her rennen. Und dann gibt es welche unter euch, die werden sagen, mein Gott, ich hoffe, ihr seid versichert. Das wird eine Menge Sachen kosten hier. Also hier brennt die Hälfte von dem Haus ab, das kostet mal was, die Renovation. Na, mal gucken. Und dann gibt es welche, die sagen, immer weniger. Und da gibt es nur ein paar vielleicht, die sagen, Ruhe, kein Chaos. Ich weiß, wo der Notausgang ist, alle Mann einreihen hinter mir, bitte hier lang. Das ist der Kshatriya. Und dann gibt es welche, die chanten da in der Ecke und sagen, ja, entsprechend dem Gesetz von Karma können wir verstehen, es gibt keinen Zufall, auf Aktion kommt Reaktion und die sehen das aus dieser Sicht. Vielleicht einer von den allen. Denn. Wird immer weniger, wenn man nach oben geht. So, das ist, diese Naturen sind eingebaut in unseren Körper. Eine zum Beispiel der Probleme unter Gottgeweihten ist, die sind alle Shudra. Das Wort ist wie ein Horror. Ich bin doch kein Shudra.
Shudra ist ein sehr ehrenwerter Mitglied der Varnashrama Dharma Gesellschaft. Und, das heißt, ich habe gerade gehört ein Zitat von Manusamhita, wenn ein Shudra 100 Jahre seinem Meister völlig loyal dient, sollte er wie ein Brahmana verehrt werden. Das ist so ehrenwert. Und im Krishna-Bewusstsein, weil Diensthaltung, das ist ja die erste Qualifikation von einem Gottgeweihten. Wie kann ich dir dienen? Von materiellen Standpunkt her ist es Shudra. Vom spirituellen Standpunkt ist es ein wunderbarer Gottgeweihter. So, alle diese Eigenschaften im Krishna-Bewusstsein angewandt, plötzlich sieht man das ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern an einen Gottgeweihten, der war so gestört. Gerade in Deutschland, in der Zeit, wo ich gekommen bin, da sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, war fast ein Vergehen. Da muss man rennen, immer. Machen, rennen. Und der eine Gottgeweihte, der war so gestört, hat gesagt, ich bin mehr brahminisch, ich kann nicht den ganzen Tag so rennen. Und er bekam sofort das Erlaubnis, oben ist ein Zimmer, geh mal hin, bring deine Bücher hin und lese und studiere. Ich dachte, das kann ich auch machen? Ja. In 10 Minuten war der wieder unten. Kann ich was machen? Die Erscheinungsweise der Leidenschaft war einfach nicht zu stoppen. Oder manche machen Sorgen, Bücher studieren und schlafen dabei ein. Das passiert einem Brahmanane. Der wird total aktiviert. Oh, noch ein Schloka. Und das, wo hast du das her? Oh, interessant. Das ist ein echter Brahman, das kann man erkennen. Ja, der strebt nach mehr Verständnis, mehr Wissen. Das machen wir alle, aber auf verschiedene Arten und Weisen. So, das ist nicht einfach. Ich habe einmal meinen Goldbruder gesagt, hat mir 15 Jahre auf Sankirtan gedauert, mein Varna zu verwirklichen. Keine Liebe zu Gott. Mein Varna. Der hat so gemacht. Bravo, bravo. Guckte mich an und sagte, die meisten Gottgeweihten, die meisten Leute verstehen das ihr ganzes Leben lang nicht. Weil wir sind voll von diesen Bezeichnungen. Voll von falschen Vorstellungen. Ich bin dies und ich bin jenes und ich muss mich so verhalten. Aber wir sind nicht zum Krishna-Bewusstsein gekommen, um ein Schauspiel aufzuziehen. Das ist ein Platz hier, wo man echt sein kann. Wirklich echt. Hier brauchen wir nichts vorzugeben, denn was die Kamis so beschützen, das haben wir schon lange verloren. Was beschützen die Kamis? Ihr Geld. Das haben wir nicht. Was beschützen die? Ihr Prestige, Ansehen. Das kann man vergessen. Ja? Besonders in Kali Yoga. Ein bisschen Kultur wäre manchmal nicht schlecht unter Gottgeweihten, aber dennoch, genau. Das Wort Prabhu nimmt manchmal ein bisschen zynische Dimensionen an. Ja? Prabhu, komm mal aus der Toilette raus. Prabhu, verschwinde. Ja? Wir sind einfach, da kommen wir her, aus einem sehr unkultivierten Hintergrund. Wir lernen erstmal Menschen zu sein. Wir lernen, Srila Prabhupada hat gesagt, ihr seid so verwehrt, nannte uns Mitglieder einer unbekannten Kaste. Was bin ich? Oh. Und ich habe viele Fragen gestellt unterwegs. Ich habe meine Goldbrüder gefragt. Ich weiß mein Varna, aber ich habe noch diese Neigung. Zum Beispiel, mir macht Spaß, auf Sankirtan zu gehen. Aber da gibt es verschiedene Arten, wie man Sankirtan machen kann. Das kann man schon im Sankirtan-Auto merken, wenn man fährt. Ja? Der eine Gottgeweihte, vielleicht, sehr selten, der geht raus und sagt, heute werden wir Krishna-Bewusstsein vermitteln, wir werden die Leute lernen. Er ist sehr begeistert, dass die Leute vielleicht ein Buch aufmachen und dann werden sie lernen. Und der andere, der sagt, heute habe ich eine Bhagavad Gita für einen guten Profit verkauft. Ich kannte einen Gottgeweihten, der hat vielleicht 5 Bhagavad Gitas am Tag verteilt. Aber für so einen Prophet konnte er mir nicht mal träumen davon.
Das fand er gut, das hat ihn inspiriert. Und der andere Gottgeweihte sagt, Sankirtan ist so wunderbar, hier kann man den ganzen Tag rennen und hart arbeiten. Ja? Kann man auch machen. Warum nicht? Sankirtan ist transzendental. Diese Tätigkeit ist transzendental. Hier, alle unsere Eigenschaften, alle unsere materielle Natur wird transzendiert. Weil wir verbreiten Krishna-Bewusstsein. Letzten Endes ist es eine brahminische Aktivität, ja. Aber die Naturen, die kommen manchmal. Schon wie man verteilt. Ja, manche verteilen, bitteschön und so. Und manche verteilen, hier, Buch. Ne? Ich habe gerade in Deutschland unter dem Buch verteilt, da gab es so eine Vielfalt. Manche haben verteilt, die Leute haben fast Spende gegeben und Ausweis gezeigt. Das war wie eine Polizeidienststelle. Und das haben sie ganz natürlich gemacht. Das haben sie nicht irgendwie gespielt. Das war für die natürlich. Nehmen sie ein Buch mit. Nein. Warum nein? Weiß ich nicht. Und dann nehmen sie es mit. Die haben kein Recht, das Buch nicht mitzunehmen. Das war so eine. Ich habe das nie kapiert. Das ist nicht meine Abteilung. Okay? Ich war immer so. You know? Immer kitzeln und. Aber wenn es drauf ankam, ja. Ich kann ein sehr netter Hitler sein. In Deutschland musste man das manchmal rausziehen, diesen Register, weil die Leute waren wirklich arrogant. Nicht nur, dass sie das Buch nie mitgenommen haben, aber die wollten dich bisher noch leiden lassen. Ja, das hat manchmal mich aktiviert. Da habe ich mein anderen Register von Deutschsprache aktiviert. Jawohl, Herr Gauleiter, Schlaustehen, umdrehen und abtreten. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. In der Zeit, die Leute wussten genau, worüber ich spreche. Die waren noch bei Stalingrad. So, die wussten genau. Aber das ist sehr selten. Allgemein nicht gebraucht, nicht zu gebrauchen. Heutzutage mache ich es nicht mehr. Wenn die sagen, das brauche ich nicht. Und sage, es tut mir leid, ich brauche sie auch nicht. Auf Wiedersehen. Und dann, der braucht mich auch nicht. Okay, dann gehen sie weiter. Und eigentlich, ich habe es gestern gemerkt, wow, die Leute sind so weich geworden in Deutschland. Die sind alle so, Christian Jung gehabt. Der waren zwei Jungs. Und der hat das Buch mitgenommen. Okay, okay. Da habe ich gesagt, willst du das lesen? Sonst kriegst du es nicht. Und er war so richtig, ich lese Bücher. Und er sagte, soll ich es dir glauben oder nicht? Und er war so richtig, aber ich lese Bücher, viele Bücher, kann ich es haben? Und er hat gesagt, na. Da habe ich den anderen Jungen gefragt, kann er lesen? Und er hat gelacht. Der hat gesagt, ja, ich kann es bestätigen, er kann lesen. Die waren so, ich habe total Schulklasse gemacht, also mitten in den Fuß gehen so einfach. You know. Ja, die armen Blumen. Hier. Das ist die richtige Adresse. Bitte. Maharaj. Nein, das ist ein Vergehen. Ich mache nicht dieses Vergehen. Anyway, wo sind wir stehen geblieben? Ja. Diese spirituelle Kraft, die wir notwendig, die absolut notwendig ist und die wir brauchen, um unsere Bedingtheit zu verstehen, um unsere Bedingtheit zu überwinden und dann noch Krishna aus den anderen zu vermitteln, die kommt alle nur durch Segnungen. Wir sind alle aufgewachsen im Krishna-Bewusstsein und erhalten worden durch die Gebete von Srila Prabhupada. Da gibt es eine wunderbare Geschichte, die ist autorisiert. Das hat sein Diener erzählt. Prabhupada wachte eines Tages auf und sagte, ich habe einen unglaublichen Traum gehabt. Ich habe in meinem Traum, heute Nacht, musste ich vor die ganze Guru Parampara auftreten. Und ja,
Ich musste vor die Guru Parampara auftreten und Herr Goranga war auch gegenwärtig, Herr Chaitanya war auch gegenwärtig. Und ich musste Report abgeben über meine Predigeraktivitäten im Westen. Das war ein ganz, ganz besonderer Traum. So, ich stand da und dann Bhaktivinoda saß da, Bhaktisiddhanta und alle. Und ich musste berichten, was ich da so im Westen mache. Und da habe ich es so kurz zusammengefasst. Und dann hat man mich gedankt. Ich bin weggegangen. Und die haben da eben so ein Treffen gehabt. Untereinander. Die ganze Guru Parampara. Und dann haben sie mich wieder gerufen. Und ich kam wieder. Und sie sagten, wir haben beschlossen, oder unserer Meinung nach, ist, dass du bitte der Einzige, der diese westlichen Leute retten kann. Die sind ja so gefahren. Dann Prabhupada sagt, und dann war der Traum vorbei. Zwei Tage später kam er wieder und sagte, ich denke immer noch über diesen Traum. Es scheint, die haben recht gehabt. Das illustriert nur, was die Tatsache ist. Dass wenn Srila Prabhupada nicht auf dieses Boot gegangen ist, wenn er nicht den Ozean überquert hat, wenn er nicht da in seinem Zimmerchen sitzen würde, irgendwo in New York, und wenn er nicht geduldig die ersten Gottgeweihten kultivieren würde, dann würden wir nicht hier sitzen. Oder wir werden ganz komische Ideen haben über spirituelles Leben, was es so ist. So, es ist nur dank Srila Prabhupada, durch seine Segnungen, dass wir alle hier sitzen können und dass wir diese Identität, die er in uns barmherzigerweise offenbart hat, als Gottgeweihte wahrnehmen können. Ich denke, die meisten von uns, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich jemals im Leben so aussehen werde. Das war nicht meine Vorstellung. Ja. Als ich erstmal zum Tempel kam, ich fand es sehr inspirierend, alles, aber ich dachte, na, das. Ich bin ein freischaffender Künstler. Und ich merkte sofort, besonders in Deutschland 1972, das war so paramilitärische Abteilung, so haben sie die Gottgeweihten verhalten. Da dachte ich, oh. Und ich sah die an und die waren wunderbar. Ich dachte, alles ist alles. Die waren alle rosa, die haben gescheit, die waren völlig enthusiastisch. Aber als ich dann in die Nähe kam, merkte ich, das sind ja ganz schön schwere Jungs. Viele von denen hatten schon ein Kriminal, die waren schon im Kriminalregister. Alle hatten Drogenvergangenheit. Ich war so ein Junge da, Mama hat meine Wäsche gewaschen. Und ich saß zu Hause und habe Gedichte geschrieben, Bücher und gelesen. Und dann kam ich, als ich in die Tür im Tempel kam, ich kann mich erinnern, das war glaube ich Maharati oder Yaksha, die haben mich da chanten sehen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ich habe schon 3 Monate gechantet worden. Und da guckte er mich so an und machte, diese Weide gegangen. Die dachten, wer ist das denn? Ich war der erste slawische Bhakta in Deutschland. Da gab es noch keinen, weil meine Eltern sind emigriert, die konnten diese Mentalität überhaupt nicht verstehen. Die dachten, Slawisch, das ist, am Deutsch, das ist richtig, Harry Ball! Das war so die Haltung, arbeiten! Und es war, die waren ekstatisch, aber wirklich ekstatisch. Und ich konnte nicht verstehen, warum. Aber die waren ein bisschen, für mich war ein bisschen bedrohlich. Mein Bhakta-Programm dauerte 48 Stunden. Nur war ich schon auf der Straße. Haben sie mir aber hingestellt. Und dann haben sie mich einfach hingestellt und haben gesagt, wir holen dich abends wieder. Und ich wusste kein. Niemand hat mir gezeigt, wie man verteilt. Nichts. Ich habe so einen orangen Vorhang gehabt, das war mein Dhoti. Der Dhoti gab es noch nicht, weil niemand war in Indien, so das waren Vorhänge und alles Mögliche und einfach Betttücher. Ne? So, ich wusste nur eins,
Ich bin von Barmherzigkeit abhängig. Meine ganzen Pläne, Ideen, alles, alles kaputt. Ich wusste eins, ich weiß, was soll ich machen in meinem Leben? Ich wollte nicht nur das Alte machen, das nicht, das mache ich nicht mehr. Aber alles andere nicht. Und da kam die Barmherzigkeit, die Gott geweiht. Alle meine Gottbrüder und alle, die mich da gezwungen haben, Krishna bewusst zu werden. Ihr könnt ihr Geschichten erzählen. Oh, ich denke, ich kann sogar erwähnen, er wird nicht böse sein. Prithu Prabhu hat das sehr zu mir geprägt. Ganz einfach. Er hat meine Haare geschnappt und hat gesagt, so, das wäre die richtige Frisur für dich. Seine Einstellung war, zuerst mal Haare abschneiden, dann hat er Angst, nach Hause zu gehen. Ziemlich, heutzutage haben wir ein bisschen andere Predigerart. Aber es hat funktioniert bei mir, aber ich habe kein Zuhause gehabt, sowieso. So. Ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. So, ich bin denen alle äußerst dankbar. Weil die hatten alle eine Eigenschaft. Waren völlig Srila Prabhupada hingegeben. Und diese Hingabe und dieser Wasserfall von Segnungen, der da runterkam, das war ein, daran teilzunehmen, war äußerst inspirierend. Und es ist, funktioniert immer noch so. Wir sind alle versuchen, Krishna zu sein, da braucht man nur eins zu machen. Man braucht nur an die richtige Stelle gehen, wo der Wasserfall von den Segnungen runterkommt. Und dann kommt, dann passieren Sachen. Man kann das sehen, wie das Leben eines Menschen geändert wird. Das heißt, er ist unter dem Wasserfall der Segnungen gekommen. Ansonsten, man kann ja studieren, man kann Krishna-Bewusstsein freundliche Weise respektieren, aber in seinem Leben passiert nicht viel. Man spielt so mit Krishna-Bewusstsein. Aber die eigentliche Sache, was passiert dann, ist, wenn man unter diesem Wasserfall den Segnungen kommt. Und dann werden Sachen passieren. Die Leute kommen zurück und sagen, Sie haben mir gesagt, chanten Sie Hare Krishna, wenn Sie glücklich. Je mehr ich chante, desto werde ich unglücklich. Wissen Sie, was ich gestern verwirklicht bin? Ich bin ein völliger Idiot. Das ist keine glückselige Verwirklichung. Und je mehr ich chante, ich merke, ich bin noch ein größerer Idiot, als ich dachte. Das ist nicht gerade so inspirierend. Und man kann sagen, ja, Sie machen Fortschritt. Das ist eben, erstmal muss man, Prabhupada gesagt, am Anfang wird es ein bisschen bitter. Zum Schluss sehr süß. In der materiellen Welt, da werden ständig diese Süßigkeiten verteilt. Maya hat einen riesen Laden von Süßigkeiten. Ne, so kleine. Guck mal, lutsch mal, schmeck mal. Und die sind alle... Ah, so schön in Maya zu sein. Aber der Lutscher ist gleich vorbei. Und da gibt es nur diesen, ja, gibt es nur so einen Stock. Alles vorbei, sehr schnell. Und wie wir sehen in der Gesellschaft, es wird immer hysterischer und immer schneller und immer verrückter. Und die sind alle, die ganze Fußgängerzone voll von Leuten mit diesem Lutscher da. Und alle hier schmecken, hier riechen, hier gucken. Aber das ist unheimlich schnell. Das vergeht alles unheimlich schnell. Und dann, wie gestern schon erwähnt, diesen Jungen mit diesem, der hat sich so einen Hamburger gekauft. Und als er reinbeißen wollte, ist das ganze Ding aus der Packung rausgefallen und lag auf der Straße. Ich dachte, das ist fast symbolisch. Die kaufen da alle so einen Meier-Hamburger. Wir versuchen, die reinzubeißen, dann bumm, gibt es nur eine leere Packung. Da sind die frustriert. Ich muss mal wieder einen Hamburger kaufen. Machen genau das Gleiche. Kauen das bereits Gekaute. Das ist, was Prahlad Maharaj auch hier später sagt. Immer wieder das Gleiche. Wenn man denkt, wo nehmen die den Enthusiasmus her? So oftmals frustriert. Und es wird dann bewiesen, das funktioniert nicht. Immer wieder. Immer wieder leihen sie sich an. Und immer. Maya sagt, ja, das hast du nicht so richtig gemacht. Dann beim nächsten Mal. Das klappt.
Und immer wieder. Es ist leidvoll, sowas zu sehen. Bis nach Krishna sagt, nach vielen, vielen Geburten und Toten, taucht dieser Zweifel auf. Vielleicht soll es einfach lassen. Mal gucken. Und dann fängt man zu suchen. So, Gottgeweihte sind sehr, sehr seltene Seelen, die nach vielen, vielen Geburten zum Krishna-Bewusstsein kommen. Und dann ist es immer noch nicht klar, was sie damit machen. Die Segnungen, die wir bekommen, dann ist immer ein Raum da, Krishna selbst wird sich nie einmischen, was wir damit machen. Das ist unsere individuelle Freiheit, klein. Weil ansonsten wären wir alle nur gesegnete Roboter. Ne? Segnung aktiviert, ausgeführt. So funktioniert das nicht, Krishna-Bewusstsein. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Manchmal haben wir gebetet auf der Straße, Krishna, bitte, bitte, mach mich zu einem Roboter. Na, macht er nicht. Macht er nicht. Weil der wollte immer, dass wir individuelle Entscheidungen treffen. Wir können heute auf die Straße gehen oder brauchen nicht. Wir können zu der Person gehen oder nicht zu der Person gehen. Das Leben ist voll von Entscheidungen. Und für Entscheidung heißt Verantwortung. Dann muss ich die Verantwortung übernehmen. Und manche würden gerne das Begriff hingeben, würden interpretieren als ein Dasein von Passivität. Das ist so wie so ein Transport, weißt du, die haben diese Gummibänder, wo manchmal Kohle transportiert wird, so. Und da liegt man so auf diesem Gummiband und dann fällt man darüber, so in die spirituelle Welt, so. Sehr hingegeben. Nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Wir müssen jeden Tag für unser Krishna-Bewusstsein gerade stehen. Und wir müssen jeden Tag beweisen, Krishna, und zeigen, danke für die Segnung. Ist es richtig so verwendet? Ist es richtig? Der Gottgeweihte macht immer Referenzen. Guru, Shastra, Sadhu. Und immer sucht er Referenzen. Ist es richtig, entsprechend den Schriften? Ist es richtig, entsprechend dem spirituellen Meister? Ist es richtig, entsprechend der Guru Parampara, das ist eigentlich Sadhu in der Originalform, habe ich da meine Referenzen? Immer. Deswegen ist es wichtig, auch einen lebenden spirituellen Meister zu haben. Denn die Situation, in der wir uns befinden, ändern sich. Und die sind sehr individuell. Und dann ist es sehr gut, wenn man jemanden hat, der sagt, ja, in dieser Situation, jetzt macht man das. Ein Ratschlag, und ich spreche wirklich aus Verwirklichung, ich habe immer an dem richtigen Punkt die richtigen Ratschläge bekommen. Ich bin so dankbar diesem Gottgeweihten. Weil es gibt so Kreuzungen, da kann man, weiß man nicht, das oder das oder... Und das sieht aus, so ein bisschen Krishna bewusst, aber jetzt, wie kann ich mich im Krishna-Bewusstsein platzieren? Da muss man einen richtigen Ratgeber finden und Krishna wird ihn schicken. Wenn man den haben will, er kommt. Da gibt es eine wunderbare Geschichte, ich glaube, Shyama Sundara erzählt das. Als ein junger Gottgeweihte war, hatte Prabhupada eine Frage gestellt, die wagte niemand stellen. Sagte Prabhupada, wer würde sich um uns kümmern, wenn du stirbst? Du ganz einfache, unschuldige Frage. Und Prabhupada hat es ernst genommen und hat erklärt, es gibt einen Diksha-Guru, einen weinenden Spiritualmeister, einen Shiksha-Guru, den Anweisenden. Shiksha-Guru kann man mehrere haben. Da wurde der neue Gottgeweihte noch mehr verwirrt. Er hat gesagt, Prabhupada, du hast gesagt, es gibt einen Guru, es gibt einen ganzen Haufen oder was? So, Prabhupada wusste, er ist nicht in der Lage, das zu kapieren. Er hat dann ganz tief in die Augen geschaut. Er hat gesagt, du musst nur eins verstehen. Ich kann nur zu dir sprechen, durch jeden. Und dann hat er es wiederholt, durch jeden. Und schon hat er gesagt, das habe ich in meinem Leben verwirklicht. Wenn man wirklich ernsthaft ist, da kommt jemand aus dem Nichts. Das ist mir schon auf Sankirtan passiert. Ja? Ich stand in Düsseldorf auf der Straße,
Nein, das war in Bayern, irgendwo in Allgäu. Ich war müde und ich war wirklich, das war nachmittags, ich war schon müde und ich stand da auf der Straße und da kommt so ein dicker Bayer vorbei, aus dem Nichts. Und haut mir da auf die Schulter, so bang in den Rücken und sagt, hey, weitermachen! Und verschwindet wieder. Ich dachte, wo kommt der denn her? Da habe ich verwirklicht, er hat recht, weitermachen. Weil da gibt es viele Geschichten vom Sankirtan. Krishna kann uns unterrichten, sogar durch den Hund. Ich stand in Düsseldorf, habe ich eine sehr gute Erinnerung in Düsseldorf. Da gibt es zwei Städte, Altstadt und Neustadt. Und da stand ich an der Ecke morgens und da war ich so richtig gut im Schuss. Vorbereitet, rumgechantet, Vorlesung gegeben. Aber da war noch niemand auf der Straße wirklich. War ganz früh morgens. So, ich stand da völlig bereit. Da kommt aus diesem kleinen Park da, kommt dann so ein Hund raus. Geht zu mir, hebt das Bein und uriniert auf mich. Ich kann nicht, wo kommt der denn her? Der uriniert auf mich. Einfach an dem Bein gehoben und weitergegangen. Dachte ich, es gibt so viele Bäume hier und Büsche. Warum ich? Und dann fing er an zu lachen. Dachte ich, Mann, Krishna hat den Helden Manidhara gezeigt. Er kommt hier, um das ganze Universum zu retten. Sein kleiner Hund. Und zwar geht weiter. Das war so demütigend. Ich habe einfach gelacht, weil dachte ich, Krishna ist im Herzen, selbst von dieser kleinen Kreatur, wo kommt die Idee her? So Krishna hat mir gesagt, ja, der große Manidhara, der rettet das Universum. Viele Geschichten kann man erzählen aus Sankirtan. So, wir sind umgeben von Ratgebern. Krishna wird uns mit allen Mitteln helfen, dass wir zurück zu Gott gehen können. Aber eins wird er nicht machen. Wollen wir das oder nicht? Diesen Wunsch, diese Wünsche, die wird er nicht für uns übernehmen. Das ist unsere Abteilung. Wünschen. Und das ganze Sankirtan basiert auf dieser Art und Weise. Wollen wir die Bücher verteilen? Dann ist eine Frage und Wunsch. Und dann auf Sankirtan merkt man, wie schwach der Wunsch ist. Und wie viele noch andere Wünsche wir haben. Vorsicht auf die Wünsche. Die kommen aus, hat Prabhupada Bimangal Thakur die Geschichte erzählt. Ne? Sohn von einem reichen Brahmana. Und weil er reich war, hatte seine brahminische Erziehung ziemlich ignoriert. Er wurde ein Frauenjäger. Wenn man Geld hat, einfach. Und die Lust, das wird beschrieben im Bhagavatam, macht einen gefühlslos. Da ist das Symptom von Lust, dass man Barmherzigkeit verliert. Ja. Man wird sehr kaltblütig. So kaltblütig, dass wenn sein Vater gestorben ist, hat Bimangal Thakur den Priester, der das Feuer gemacht hat und den Körper verbrannt, dann hat er gesagt, mach mal schneller, geh mal Holz dahin. Mach ein bisschen schneller, dass der Körper verbrennt. Weil er hatte ein Rendezvous mit Chintamani, einer sehr prominenten und sehr reichen Prostituierten. So er hat gedacht, mach mal schneller. Und sobald das Begräbnis vorbei war, gerannt, wo Chintamani ist. Ja, Krishna hatte so eingerichtet, gab es einen Sturm. Der Fluss ist geschwollen. Und er ist in den Fluss rein. Kein Boot. Da war normalerweise eine Fähre, die kam nicht. Er ist geschwommen durch den Fluss und fast ertrunken. Und da schwamm sein Indien, schwamm sein toter Körper vorbei. Dann hat er mit Hilfe von dem toten Körper ist er auf die andere Seite. Kam er raus, es war schon ziemlich spät, eine Verspätung gehabt, rannte zu diesem luxuriösen Villa von Chintamani, da war schon die Tür zu. Er kroch in diesen Park da rein, mit Hilfe von einem, er dachte, das ist ein Ast oder sowas. Na, das war eine Schlange.
gefährlich. Und dann fiel er in den Garten rein und rannte zu der Eingangstür, die war schon zu. Chintamani dachte, es ist spät, es regnet, Sturm, schlafen gegangen. So der hämmerte an die Tür in diesen zerrissen, schmutzig und nass. Und Chintamani machte die Tür auf und der war Mangal, wie siehst du denn aus? Dann hat sie gesagt, wenn du mit dieser Entschlossenheit und dieser Hingabe dich an Krishna wenden würdest, da würdest du an reinen Gott geweihen. Das war so schlagkräftig, von der Prostituierten so eine Anweisung zu bekommen, dass Birmangadaka sofort aufgewacht. Ich dachte, mein Gott, was mache ich denn hier? Und sofort Richtung Vrindavan umgedreht und sozusagen Sanyas angenommen. Sanyas Prabhupada hat gesagt, es ist ein Bewusstsein, nicht nur Wechsel von Kleidung. Anyway, so, was ist unterwegs passiert? Anartha. Aus der Angewohnheit, Birmantako ging und da sah er so eine wunderschöne junge Frau, Wäsche waschen, am Fluss. Und seine Augen sofort fixiert. Das ist eine Sache. Ich habe gemerkt, professionelle Frauenjäger sind wirklich wie Heroin und Frauen das Gleiche, weil die müssen immer ihre Dosis haben. Das ist Angewohnheit. Die Sinne sind so, die gewöhnen sich dran. Und dann die Frau, die packte die Wäsche auf den Kopf und trug es nach Hause. Der Mantago ging schon hin und her. Jetzt will ich nicht ins Detail gehen, aber Frauenkörper sind konzipiert. Da gibt es Duft, da gibt es Form, da gibt es Klang, alles in einer Form. Frauen sagen Guten Morgen und die Männer werden ganz komisch. Weil es alles in einer Form komponiert. Und es bewegt sich. Jetzt will ich ins Detail gehen, damit ein paar Brahmacharis hier nicht anfangen zu vibrieren. Aber das ist gut über Grihastha. Ja. Hat man schon gesehen, da. Aber ist alles ist perfekt. Prabhupada selber so beschrieben, als Sanyasi. So, Bimantaku folgte einfach hinterher. Und als sie an dem Haus ankam, dann kam der, sie war verheiratet, kam der Mann raus und gesagt, oh Maharaj, so ein seltener Gast, was können wir für dich tun? Und Bimantaku sagte, ich will mit deiner Frau alleine sein. Ein ziemlich ungewöhnlicher Wunsch für einen Sanyasi. Aber die Kultur ist, der Gast ist der Herr im Hause. So der Hausherr hat gesagt, okay Maharaj, bitteschön. Und ist weggegangen. Die Frau war, glaube ich, ziemlich gestört. Und dann ging es noch, wurde noch viel schlimmer. Wenn man gerade da gesagt hat, Mataji, kannst du mir diese zwei Nadeln, die deine Haare zusammenhalten, kannst du die mir geben? Und dann fing sie wirklich an zu weinen, weil Frau mit losgelösten Haaren von einem Mann, das ist so gut, als wenn sie nackt ist. Entsprechend dem vedischen Standard. So, dann fing sie an zu weinen schon. Dann hat sie ihm die Nadeln gegeben. Sie hat die Nadeln genommen, bang, in die Augen gestochen. Und dann, ich glaube, die fing an zu schreien, vermute ich. Ziemlich grausame Sache. Er hat gesagt, diese zwei Augen haben mich hier geführt. Diese zwei Augen haben mich betrogen. Ich brauche die nicht mehr. Und dann blind ist er nach Vrindavan gegangen, wurde zu einem sehr, sehr berühmten Vaishnava. Hat das Krishna Kanamrita hat das wunderbare Buch geschrieben. Und ich habe diese Szene sehr gut in Erinnerung. Warum? Weil diese Szene oder diese Lila, das wurde in ein Theaterstück umgewandelt, was von einer Gruppe von Gottgeweihten, die nannten sich Vaikuntha Players. Und das wurde in Bhaktivedanta Männer gespielt, während Srila Prabhupads letzten Besuch im Westen. Bhaktivedanta Männer, wer den Tempel kennt, das ist ein kleines Theater. Das waren früher die Lords, haben sie da ihren Shakespeare-Spiele gespielt. Ein schönes kleines Theater. Das ist im Tempel drin, eingebaut. So bei Kunta Players haben gespielt.
Und die haben, Srila Prabhupada war nicht direkt gegenwärtig, er war in einer sehr kritischen Situation. So, er war in seinem Zimmer im ersten Stockwerk. Und dieses Schauspiel, das war so wunderbar gespielt. Prabhupada hat gesagt, wenn die Schauspieler wirklich hingegeben sind, die Personen, die sie verkörpern, treten in sie ein. So, Bilmanga Thakur war wirklich. Und ich kann mich erinnern, das landete dann zum Schluss, endete das so, dass Bilmanga Thakur erblindet in Vrindavan, völlig in Krishna-Museum vertieft, chantet. Und wundert sich immer, dass jeden Tag bringt ihm jemand Milch aus dem Dorf. Heilige. Und eines Tages sagte er, wer ist denn das? Weil er kann ja nicht sehen. Wer ist das, wer das Milch bringt? Und ich sage, ich bin nur ein kleiner Junge hier, die haben mich hierher geschickt, um dir Milch zu bringen. Und Bilmanga Thakur weiß, dieser Junge, das ist kein normaler Junge. So anstatt Milch zu nehmen, greift er seine Hand. Und das ist Krishna. Und Krishna wird ertappt. So, Krishna versucht sich loszulösen, Bilmanga Thakur lässt nicht los und die fangen an zu kämpfen. Bilmanga kann nicht sehen. Und wunderbar gespielt von den Schauspielern. Und zum Schluss, die haben das noch so komponiert, Bilmanga Thakur ist blind. So, er verliert Krishna und er sucht Krishna. Wo ist Krishna? Ich habe den gerade angefasst. So, er kriecht auf allen Vieren und Krishna aus Spaß sitzt auf ihm wie auf dem Pferd und reiten so auf ihn rum. So haben sie das so einkomponiert. Es war so wunderbar gespielt. So, danach gab es eine Pause und das nächste Schauspiel sollte kommen. In der Pause, weil wir da saßen, das war total voll, diese Theater, dass ein Gottgeweihter fing an, einen Bhajan zu machen. So. Einfach normal, Vishnu, Padaya, einfach um die Zeit zu füllen. Das artete aus in einen riesen Kirtan. Ein Kirtan, wer dabei war, ich treffe immer noch Gottbrüder, die dabei waren. Die sagen, kannst du dich erinnern an diesen Kirtan? In dem Theater da, in Bhaktivedanta Maya? 1977? Das kann man nicht vergessen. Dieser Kirtan ist so entartet, wir haben Ort, Zeit, alles vergessen. Es war weg. Ich kann mich nur an Szenen erinnern aus diesem Kirtan. Maharanda war auch da. Ja. Und er griffte die Bodhis und schmiss sie ins Zentrum. Ja, flogen die Bodhis durch die Luft. Da gab es so diese Fenster, so, das war im Erdgeschoss. Die standen da so am Fenster und sprangen in den Kirtan wie ein Swimmingpool. Niemand wurde verletzt. Maharaj, du warst auch dabei? Hä? Das war riesig. War er dabei? Ich kann mich erinnern. No. Ich glaube, der war oben. Das war ein anderer Kirtan. Der war Prabhupada, war ein dieser wilden Kirtans, war er dabei. Ja, aber bei dem hier, er war oben, ich weiß, weil das ist wirklich entartet. Da flogen Leute durch die Luft. Ich habe manchmal in diesem Haufen und Gott geweiht, habe ich so Füße rausstecken sehen, die waren mit dem Kopf nach unten. Und alle waren ekstatisch, alles war ganz harmonisch. Und es wurde immer stärker. Ich kann mir erinnern, der Tempelpräsident kam die Treppe runtergerannt, weil der hatte hinten diese Verstärkeranlage. Der hat Angst gehabt, wir machen alles kaputt. Das war so ein Getöse. So, der kam in die Tür rein und sagte, Prabhus, ruhige! Und als er die Arme so hatten, dann haben 100 Arme haben den geschnappt und reingesaugt in den Kirtan und da war er auch weg. Das ging für lange Zeit. Ich weiß nicht wie lange, aber das war lange Zeit. Und plötzlich hört er das auf. Genauso wie meine Steckdose rauszieht. Papp! Und wir saßen alle da so. Niemand wusste, was passiert. Und dieser Augenblick, das war ein echter Kirtan. Das war jenseits von Zeitenraum. Hat man nie vergessen. Und das war durch Prabhupadas Gegenwart. Ich könnte da aus dieser letzten Besuch noch andere Geschichten erzählen, aber das war sehr intensiv. Jeder wusste ganz genau, wir leben, atmen und bewegen uns nur durch Prabhupadas Barmherzigkeit.
Just bei der Guru Puja gesehen. Prabhupada wurde runtergetragen, den Stuhl kann man bis heute noch sehen in seinem Zimmer in Bhaktivedanta Manor. Auf so einem Stuhl, das haben sie dann in so eine Sänfte umfunktioniert und haben dann einfach runtergetragen. Er war sehr, sehr dünn. So, man hat ihn auf dem Vyasasan praktisch so hingesetzt. Und dann fing die Guru Puja an, das war sehr tief, weil niemand wollte es sagen, aber wir wussten, die meisten von uns, wir sehen Prabhupada das letzte Mal. Aber niemand wollte darüber sagen. So, das war ein Shri Guru Charanapada. Und Prabhupada, ich stand so neben ihm, so 45 Grad, so ein bisschen weiter weg. Und ich, Prabhupada, war gelangweilt. Da guckte sich diese, es war gerammelt voll und Bhaktivedanta Manor Tempel ist nicht so groß. Und Prabhupada war so richtig. Und plötzlich seine geschwollenen Hände, also gingen so hoch und halt so tanzen. Und als er so gemacht hat, da waren schon die ersten Gottgeweihten in der Luft. Und Prabhupada ging. Die Medangas waren. Das wurde zu einem riesen Kirtan wieder. So ekstatisch. Und die Matajis waren damals, das war damals so, die waren immer hinten. Ne? Die waren auch total an der Decke. Ich stand da, ich guckte so in die Menge der Gottgeweihten. Da kam so eine ganz alte Lady. Die lebt bestimmt nicht mehr. Und die hat so ein riesen Bouquet mit Lilien, weiße Lilien mitgebracht, damit sie zu Prabhupada opfern kann bei der Guru Puja. Die kam nicht dazu. Die war hinten an der Wand geknallt. So, diese alte Lady, ich guckte hoch, die sprang so anderthalb Meter hoch, die hing so an der Decke mit den Lilien. Arriba! Dachte ich, oh, noch nie ist eine alte Woman so hoch springen sehen. Und dann, die wusste, die kommt nicht nach vorne. Da hat sie diese weißen Lilien genommen, die mit aller Kraft so nach vorne geschmissen. Und die Gottgeweihten haben die so angefangen und haben das weitertransportiert zu Prabhupada. So ein riesen Kirtan. Ich glaube, da waren, so kam ich dann da in der Ecke, so Reporter, glaube ich, waren das. Die haben da so Kamera gehabt und wollten was aufnehmen. Und die völlig vergessen. Da stand da der Mann, Kamis, die haben nur geweint. Es war sehr, sehr, sehr geladen, die Atmosphäre. Wer dabei war, der hat wirklich verwirklicht, dass Srila Prabhupada kam zu uns, einfach nur um uns zu segnen. Er hat schon sein Zuhause gehabt. Und wir wussten nicht, was in der spirituellen Welt passiert, aber in der Zeit, wo Prabhupada nicht mehr die Rolle eines Predigers eigentlich spielte, das war der Prabhupada von Vaikuntha. Und wir wussten, wow, da ist wirklich was los. Weil Prabhupada ging von einer Ekstase zur anderen. So, das, an das sich zu erinnern, ist, glaube ich, wichtig, dass wir niemals vergessen, wir sind hier nur durch die Segnungen. Und Gebet, das Einzige, was man machen kann. Was kann man auf Sankirtan machen? Beten. Ne? Und wir schämen uns nicht mal öffentlich zu beten. So richtig öffentlich. Und diejenigen, die schon ein bisschen gereift sind spirituell, die werden es wertschätzen. Diese Leute, die haben nichts anderes zu tun, als hier zu stehen, Krishna zu dienen und beten um seine Barmherzigkeit. Da gibt es Leute, die kennen das instinktiv, die werden das verstehen. Gibt es viele Geschichten dazu, illustrieren könnte, aber Gottgeweihten haben Prabhupada gefragt, wie können wir predigen in einem Land, wo wir nichts mal was sagen können, die Leute verstehen nicht Englisch, wir verstehen nicht ihre Sprache, du hast uns nach Japan geschickt, was machen wir in Japan, die sehen ja alle gleich aus, wie kann man hier predigen? Und Prabhupada hat dazu eine Geschichte erzählt, von der britischen Zeit, als die Engländer in Indien waren, von einem Diener, der einem britischen Beamten gedient hat. So der Beamte mittags ging zum Mittagessen und sagte dem Diener, hier Büro, räume auf. Ich komme nach dem Mittagessen zurück. Ist er gegangen und
Acha, acha. Aber er konnte nicht viel Englisch sprechen. So, der hat ein Büro aufgeräumt, Fenster aufgemacht, gelüftet, kam ein Affe rein. Und Affen, die können in Minimum Time Maximum Chaos machen. Das sind einfach, die lieben das einfach. Alles kaputt zu machen und durch die Gegend zu schmeißen. So, der Affe kam rein, sprang hier und sah, und da war noch diese noch Tinte und sowas und alles flog darum. Und der Diener hat ihn gejagt und hat ihn endlich aus dem Fenster rausgejagt, und dann kam der Meister zurück. Und der kam da und sah das Büro in einem viel schlimmeren Zustand als vorher. Und er guckte den Diener so an und er hat so eine Angst gehabt, dass er bestraft wird oder so. Aber er konnte nicht Englisch sprechen. So, er sprang auf den Tisch und sprang so, Monkey, 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 Monkey. Und da hat er verstanden, hier war ein Affe drin. Dann gesagt, okay, dann räum das mal auf. Prabhupada hat gesagt, so könnt ihr predigen. Wenn ihr irgendwo reinkommt, niemand versteht was, ihr versteht nichts, einfach springen wie die Affen. Hare Krishna, Hare Krishna. Und er hat gesagt, und die werden verstehen. Das ist tatsächlich passiert. Gottgeweihte saßen manchmal hilflos in einer Ecke und nochmal gechantet. Da passieren Sachen. Jetzt könnt ihr eine lange Geschichte erzählen, wie ich mit Dr. Bhushana Maharaj nach Berlin kam, erst einmal. Das war unglaublich. Wir waren zwei Brahmacharis, landeten in Berlin, wir hatten keinen Plan, da zu bleiben oder sowas, eine verrückte Stadt. Ne? Und saßen auf dem Kudamm an der Ecke. Und da standen sofort 100 Leute da. Berlin. Das war unglaublich. Das haben wir in anderen Zeiten, Teilen von Deutschland nicht erlebt. Und die guckten alle. Die Polizei auch, die kamen und guckten. Dachten, wow. Ich kam mir am ersten Sonntag, das war eine alte, in Kreuzberg, eine alte, verrottete Wohnung. Und da haben wir den ersten Sonntagsfest gemacht. Bhakti Bhushana Maharaj gekocht. Ich kann nicht kochen, bis heute noch nicht. Ich verbrenne sogar einen Tee. So, aber, und er hat mich gelehrt, wie man so den Ladu da langsam drehe. Er war sehr streng mit mir. Ich kann mich erinnern, er hat mich kritisiert, dass ich beim Kochen schwitze. Er kann nicht stoppen, ich schwitze, es ist heiß hier. Eine wunderbare Zeit. Und dieses Predigen, ich kann euch nicht vorstellen, was Bhakti Bhushana Maharaj in Berlin gemacht hat. Aus diesen wahnsinnigen Leuten kam Bhaktas raus. Nur wegen ihm. Ich war mehr so der Bodyguard. Da musste man Bodyguard sein. Viele Leute habe ich physisch gepredigt. Weil der Punk war auf der höchsten Ebene und so, da kamen völlig verrückte Leute. Ja. Aber ich kann vielleicht die Gelegenheit jetzt benutzen, um hier öffentlich wirklich, was für ein wunderbares Predigen er gemacht hat. Wir haben Sankirtan-Partys entstanden daraus, aus seinem Berliner Prediger. Und ich habe nur sichergestellt, dass niemand ein Messer in der Hand hat oder irgend sowas. Ja, das war so eine Atmosphäre. Völlig verrückt, welche Leute da reinkamen. Da haben bei manchen Leuten haben gesagt, keine Schuhe ausziehen. Weil dieser Geruch der aus den Schuhen, das war unerträglich. So, keine Schuhe ausziehen. Okay? Reingehen. Prasadam, mein Gott. Und Bhakti Bhushana hat ja immer so ein Prinzip gehabt. Kirtan, Vorlesung, Prasadam. Kirtan, Vorlesung, Prasadam. Das drehte man so bis 4 Uhr morgens, so 3 Uhr morgens ging es durch. Weil die Berliner Leute leben nachts. Die werden nachts wach, wie die Ratten. So, das hörte nicht auf. Die gingen nicht weg. Wir haben vielleicht 100 Leute den ersten Sonntag. So, wir haben eine Dreizimmerwohnung gehabt, so eine alte, kaputte. Wo tut man die hin? So, wir haben die Tür aufgemacht und da gab es ein Treppenhaus und dann haben wir einfach das Prasadam die Treppe hochgesucht. Die saßen da alle Treppe und da lebten so Türken, so Leute, die haben so viel Geräusch am Sonntag, haben die Tür aufgemacht, haben wir dann auch Prasadam gegeben. Berlin war eigentlich ein sehr unheimliches Feld zum Predigen, weil es so offen war. Jeder war verrückt. So, wir passen da genau rein.
Wir sind alle so, ah, wunderbar. Ich kann auch mehr detaillierte Geschichten erzählen. Aber ich habe nie vergessen, einfach Bhakti Bhushan Maharaj predigen zu sehen. Das war unglaublich. Ich dachte, wie... Manchmal kam nachts jemand. Ja, die Tür. Wir haben die Tür aufgemacht, wir lagen im Schlafsack und haben zu denen gepredigt. Ja. Auf dem Schlafsack. Ja. Weil die gingen nicht weg. Und wir mussten ja eigentlich nochmal schlafen gehen. Ich kann mir Bhakti Bhushan Maharaj erinnern, der war schon im Schlafsack und da saßen immer noch ein Junge neben ihm. Ja, war. Und er hat im Schlafsack noch gepredigt. Also, das war für die normal. Es war ein verrückter Platz, aber genau da, Patita Pavana, Herr Chaitanya kam da voll zum Zug. Die Gefallensten, einfach rausgefischt. Oh, Berlin zu verteilen auf der Straße. Da konnte man um 11 Uhr nachts rausgehen, verteilen. Die Stadt lebt nachts. Ne? Morgens um 10 ist ziemlich cool, nicht viel los. Aber abends um 10, oh, alles voll. So, da konnte man Tag und Nacht verteilen praktisch. So, das ist ein besonderer Ort, immer. Und Berlin war immer so voraus. Wir erschienen sogar auf dem Touristenprospekt von Berlin. Und auf dem Prospekt damals stand, kommt nach Berlin, werde verrückt. Die Leute sind extra nach Berlin geflogen, weil es war mitten in der DDR. So, die sind da geflogen, am Flughafen hat man es gesehen, da kamen immer so diese Geschäftsleute aus dem Flugzeug raus, reiche Leute, und sind völlig verrückt geworden am Wochenende und dann Sonntagnachts flogen sie wieder zurück zu ihren Frauen und haben wieder Business gemacht. So, Berlin war so eine Zone, wo man einfach, da flog alles, da ging alles. Und die Polizei, die waren unglaublich, ganz anders als in Deutschland. Die standen immer da, die waren immer mit dabei. Wir haben nie Probleme mit der Polizei gehabt. Das war unglaublich. Und dann, anyway, ich kann ja jetzt viele, viele Geschichten erzählen aus der Zeit, aber ich habe, das Essenz war, da habe ich gesehen, was es heißt, oder wie viele Leute da gekommen sind wegen Bhakti Bhushan Maharaj. Ich weiß nicht bis heute noch, wie er das nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin total anders gebaut. Ich war, wie gesagt, so an der Tür. Und da musste ich manchmal. Da gab es Gäste, die wollten nicht keinen guten Ratschlag nehmen, so die landen eine Etage tiefer. So, die Treppe, so bam, 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 bam. Das ging nicht anders. Ja. So, es war so ein Feld. Aber ich habe öfters mal, ich erinnere mich sehr oft an diese Sache, weil da verwirklicht man Krishna-Bewusstsein in der Realität, wie es wirklich funktioniert. Es ist sehr schwierig zu verstehen, wie Krishna-Bewusstsein funktioniert, wenn man nicht predigt. Sehr schwierig. Es ist eine Predigerbewegung. Und das ganze Verwirklichungen, die zu uns kommen, die kommen, wenn wir Krishna-Bewusstsein mit anderen teilen. Von Anfang an hat Prabhupada das gestresst. Die wussten noch gar nicht, was los ist und hat gesagt, das müsst ihr weitergeben. Das müsst ihr weitergeben, andere. Was? Und Prabhupada sagt, ihr chantet und seid glücklich. Ja, wir sind glücklich. Dann geh und sag's denn. Geh mal raus und sag's denn. Ich chante, ich bin glücklich. Das ist die Essenz vom Predigen. Und diese ganze Philosophien, was wir drumherum machen, ja, aber manchmal können wir sehen, sehr gutes Seminar, sehr gute Philosophie, und die Leute gehen nach Hause, passiert gar nichts. So, wir wollen unser Leben ändern. Wir sind hier gekommen, um ändern, Fortschritt machen heißt ändern. Und wir lernen unterwegs und Krishna schickt so viel Hilfe, so viel Lektion, wenn wir wollen. Den Wunsch, das wird er nicht ändern. Das ist unsere Aufgabe. Gibt es nachher Fragen oder Kommentare dazu? Ja. Die Frage ist, was mussten wir beten, Krishna, wenn wir auf Sankirtana sind? Alles.
Ich weiß nicht, wie man verteilt. Krishna hilft. Ich weiß nicht, wer kommt und das Buch mitnimmt. Krishna hilft. Ich weiß nicht, ob das nächste Minute regnet oder Sunshine oder Sonnenschein. Krishna hilft. Eine totale Situation von einer totalen Abhängigkeit. Gib mir die Intelligenz. Schick mir die Leute. Es gibt ja, gestern haben wir es gesehen, eine Fußgängerzone, gerade so eine vollgepackte Fußgängerzone. Da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Leute zu gehen. Und jeder Gottgeweihte, sind verschiedene Gottgeweihte, kann sogar verschiedene Leute ansprechen. Ich habe Gottgeweihte Buch verteilt und sehen zu jemandem, da würde ich sagen, wie macht er das? Ich würde da nicht mal hingehen. Ne? Und da gab es wirklich die Spitzenverteiler in Deutschland. Ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wie die verteilen. Gab es keine Formula, was man so anwenden kann für jeden. Wir lernen hier so die grundsätzlichen Sachen, die man machen sollte oder nicht machen sollte. Aber letzten Endes ist es einfach ein Gebet. Prabhupada vergleicht das Chant von Maha Mantra zu einem Schrei von einem Kind. Die Kinder haben keine intellektuelle Fähigkeit, ihre Gebete dazu präzisieren oder ihre Wünsche zu präzisieren sogar. Die sind einfach nur abhängig. So die gehen, Mama, Papa! Und das ist also die Straße, Mann. Ja. Es sieht so aus, dass man entschlossen ist. Bitte schön. Bang. Dahinter läuft völlig was anderes ab. Ja, ich muss so handeln, um dann zu stoppen, muss ich sagen. Bam. Ekeha Bodhinandana nennt man das. Ein punktzentrierte Intelligenz. Buddhi. Diese Zoom. Auf Sankirtan wird man einfach trainiert, um sich zu fixieren. Bitte schön, kommen Sie mal rein. Und dann man schließt den ein. Und dazu braucht man spirituelle Kraft. Material funktioniert das nicht. Nein. Bitte schön. Und die sind alle auf der Art. Letztlich auf der wirklich bevollmächtigten Ebene von Sankirtan, die kommen gar nicht zum Denken. Die kommen gar nicht zum Zweifel zu haben, die kommen gar nicht dazu, ich gebe denen keine Chance. Okay. Dankeschön, wiedersehen. Manchmal gehen sie um die Ecke und stehen da mit dem Buch und denken, was habe ich gemacht? Wie ist denn das passiert? Zu spät. Die haben schon das Buch. Es klingt vielleicht mystisch, emotional, was auch immer. Aber in Essenz, das ist das, was passiert. Und dann gibt es halt Gottgeweihte, die denken, wir müssen predigen, wir müssen das Buch kaufen. Schauen Sie mal hier, Sanskrit. Ah. Der Gottgeweihte, der predigt durch seine Entschlossenheit. Und manchmal, oh boy, ich habe Leute auf der Straße gesehen, dachte ich, weil das ist schon ein bisschen zu einfach. Ich kann mich erinnern an so einen Gottgeweihten, der war so riesig. Der hat einfach nur gerne Prasadam gegessen. Ansonsten, er hat nicht viel verstanden, aber er wollte auch schon getan. Und ich kann mich erinnern, der ging auf die Straße und schon seine Größe, das war so ein bisschen bedrohlich. Und er stellte sich so vor die Leute und sagte, der hat so eine tiefe Stimme, der, nimm mal mit! Das ist über Yoga. Und die Leute waren, Yoga. Dann er hat wirklich abends zu meinem Buch verteilt. Dachte ich, Mann, das kann nicht einfacher sein. Der hat einfach nur, aber wenn man bevollmächtigt ist, dann passieren so Sachen. Natürlich sollen wir bereit sein, wenn jemand Fragen hat, ihm das zu erklären. Das hat Prabhupada auch verlangt. Da gab es eine Zeit in Deutschland, wir haben die Bücher wie die Verrückten verteilt, aber niemand hat die gelesen. Prabhupada wurde aber gestört, hat gesagt, ich habe die Bücher zuerst mal für euch geschrieben, nicht für sie, für euch. Und ihr liest es nicht mal.
Das wäre erstmal hier, bitte, ja, lesen. Und das muss man sowieso machen, um mehr und mehr tiefer inspiriert zu sein. Ich kann heute nicht auf der Straße rumlaufen und sagen, Yoga. Das würde mich nicht zufriedenstellen. Das brauche ich nicht. Aber wir müssen uns mehr motivieren. Und das kriegen wir von den Büchern. So beten, beten, beten. Es ist einfach. Macht es mal einfach. Wie ein Kind. Kinder überlegen nicht. Die sagen, Mama, Hilfe. Wenn die Probleme haben, rennen die zu Mama. Wenn wir Probleme haben, rennen wir zu Krishna. Das ist genau das Gleiche. Warum das so kompliziert? Und deswegen hat Prabhupada gesagt, es ist einfach für die Einfachen und kompliziert für die Komplizierten. Und Sankirtan, das ist die Schwierigkeit. Wir müssen uns total vereinfachen. Es kann nicht einfacher sein als das. Wie verteile ich ein Buch? Ich muss es jemandem geben. In die Hand. Und wie spreche ich dann? Weil ich muss in die Augen gucken. Das klingt sehr primitiv, aber die Leute machen das nicht. Die stehen da mit dem Buch, ich kann nicht verteilen. Es geht nicht. Und ich muss mich verteilen. Ich. Weil das ist das, was die Leute sehen. Ich. Und die Leute merken das. Selbst wenn sie, es ist erstaunlich, sie sind völlig in Maya, völlig bedeckt. Aber die merken ganz genau, wenn ich arrogant bin, wenn ich neidisch bin, wenn ich leidenschaftlich bin, das werden sie genau merken. So, wir müssen einfach Krishna bewusst handeln. Das ist eine wunderbare, wunderbare Training. Alles, was wir sehen, wir brauchen die Liste der Qualitäten eines Gottgeweihten zu nehmen. Das kann man alles auf Sankirtan projizieren. Da war noch eine Frage? Ja, ich habe mich erinnert, als Sie gesagt haben, man muss einfach sein. Es gibt auf Russisch so ein Sprichwort, wenn ich das übersetze, da wo es einfach ist, das sind hunderte von Engeln, da wo es nicht einfach ist, ist keiner. Wie? Da wo es einfach ist, wenn man einfach ist, ja, da sind hunderte von Engeln, die einem helfen. Und da wo es nicht einfach ist, ist keiner, kein Engel. Also gibt so ein Sprichwort halt. Ja, es gibt ein Sprichwort, das ist von dieser Art, aber im Krishna-Bewusstsein, wirklich, wenn man es einfach haben will, die Essenz ist sehr brauchbar. Das ist das Geniale. Genial heißt vereinfachen, nicht komplizieren. Genau das Gegenteil, was wir in den Westen gelernt haben. Oh, das ist so kompliziert, das ist genial. Ich verstehe es überhaupt nicht. Überhaupt nicht so. Prabhupada hat den ganzen riesen vedischen Schriften genommen und hat es für uns so vereinfacht. Die Essenz rausgezogen, dass wir verstehen, worum es geht. Sodass sogar dass wir das praktizieren können. Das ist sehr barmherzig, in Kali Yuga besonders. Das ist nicht in allen Altern so. In Kali Yuga wird angenommen, die Leute sind so unqualifiziert, die brauchen was ganz Einfaches. So, wir brauchen einfach nur zum Beispiel die Übersetzung von Prabhupada zu dem Mahamantra. Deine Erklärung zum Mahamantra, das ist gleichzeitig die Inspiration, auf Sankirtan zu gehen. Und das sagte Prabhupada, wie ein kleines Kind ruft, so sollen wir chanten. Es ist wunderbar, das zu hören, wie Prabhupada diesen Mahamantra erklärt. Da könnte man ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel, ich war vor kurzem in einem Yoga-Zentrum, wurde ich eingeladen, in einer kleinen tschechischen Stadt. Und das waren alle so, ich würde sagen, Dorf-Yogis kamen dazu. Tschechei, das ist auch einer der Vorteile von den slawischen Ländern, da werden Sachen manchmal mehr einfach. Weil die haben keine Fähigkeit da, was rauszufinden. Das ist gut. So, das waren all diese Haus-Yogis und das war ein besonderes Haus, das wurde zu diesem Zweck immer kultiviert. Da waren verschiedene Etagen, Seminare. Aber was ich da getroffen habe, waren ganz einfache Leute. Und die das organisiert haben, die waren sehr freundlich mit den Devotees und die haben mir da ein riesen Sofa gestellt, im Flur,
und habe gesagt, so, und jetzt können Sie mit jedem reden, der vorbeikommt. Sie sind so der spirituelle, man kann sagen, Advisor, wie nennt man das so? Ratgeber. Ja. Und ich saß da auf dem Sofa und dann kamen alle möglichen Leute aus dem Zimmer und sowas und haben mich gefragt. Und jetzt muss man das alles so ein bisschen einpacken in ihre Yoga-Sprache. Ja, wissen Sie, wenn Sie chanten, dann werden Sie verbunden mit der höheren Energie und so fängt es an. Prabhupada hat angefangen, so zu predigen. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht notwendig. Gleich knallhart einfach Krishna-Bewusstsein, Krishna und alles. Und die waren alle, ja, okay. Und Krishna, was hat es mit Yoga zu tun? Und er sagt, ja, das ist das höchste Yoga, über Krishna zu meditieren. Das war ganz einfach. Und dann gab es noch so ein kleines Restaurant im Keller. Die Gottgeweihten haben da aber so einen lauten Kirtan gemacht, den ganzen Tag, dass die ganzen Seminare davon beeinflusst wurden. Die Mantra ging durch das Gebäude rauf und runter. So, die Leute waren happy. Und haben kistenweise Prasad angeschleppt. Und dann, die Leute waren happy. Weil letzten Endes, das ist, was sie sich erinnern. Prasadam, gute Musik, schöne Mädchen tanzen, das ist alles visuell. Aber das ist schon Krishna. Das ist, was ich erinnern kann. Und das vergessen sie nie wieder. Ich habe Leute getroffen, die erinnern sich an so ein Ding 20 Jahre später. So, wir sollten es einfach halten. Prasadam, Hare Krishna. Schon ein Buch ist eine gewagte Sache. Wie viele Leute ich auf der Straße gesehen habe, die das Kopf nach unten halten. Ich denke, was ist das? Das ist chinesisch, oder? Ich denke mal, ich landete hier in Bottrop auf der Straße. Die Atmosphäre war so unglaublich. Ich habe das Buch gegeben, er hat es genommen. Aber ich habe nichts gemacht. Ich hätte das Buch genauso in einen offenen Schrank stecken können. Das war genau die gleiche Resonanz. Da guckte ich mit dem Typ an und sagte, kannst du lesen? Und ich so, ja. Dann nimm es mit. Hat immer noch nichts gemacht. Hast du Geld? Ja. Dann gib was. Ja. Dachte ich, Mann, wo bin ich gelandet? Also das, ich könnte genauso in Afrika die Eingeborenen verteilen, das ist genau das Gleiche. Und der Nächste war genauso. So, ich habe mein Mantra geändert. Entschuldigung, kannst du lesen? Ja. Dann nimm's mit. Ja. Dachte ich, Mann, was für ein Platz. Ja, aber es funktioniert, ein Buch mitgenommen. So, warum geht's nicht? Das ist Kali Yoga. Und das ist hier gleich um die Ecke. So manchmal als Gottgeweiht denken, wir müssen sehr, sehr fortgeschritten sein. Vedanta. Und dann ein Seminar. Sie studiert, er studiert. Und zum Schluss heiraten die. So. Das brauchen wir nicht zu studieren, sorry. Wir kennen diese Seminaratmosphäre. Ja? Sie ist sehr gelehrt, er ist sehr beeindruckt. Und zum Schluss, ja, dann heiraten die. So war, also brauche ich nicht zu studieren. Das ist ganz einfach. Und wir sind überhaupt nicht dagegen, das ist wunderbar. Aber warum sollten wir immer diese. Und die Leute merken das. Die werden gestört dadurch. Sie denken, sie sind so schlau, hä? Wie viel Mal habe ich das auf die Straße bekommen? Ne? Was denken Sie? Sie wissen alles? Nein. Ich bin am Studieren. Hier, die Bücher. Wollen Sie auch studieren? Ne? Ich lerne. Was lernen Sie denn? Wer ist Ihr Lehrer? Ich bin ein bisschen... Boy, dann werden Sie nervös. Dann habe ich in Deutschland gesagt, brauch keinen Lehrer, ich weiß alles. Ich sage, ja, dann sind Sie wahnsinnig. Auf Wiedersehen.
Aber die Leute werden entmachtet, weil wenn man sagt, sie sind ja dumm. Ja, genau so, deswegen mache ich das hier. Ja, ist alles schon gesagt worden. Aber dann kann man das umdrehen und sagen, ja, wo lernen Sie denn? Wer ist Ihr Lehrer? Braucht kein Lehrer. Das ist alles Lüge, weil Sie wiederholen hier nur die Bücher. Was ist Ihre Meinung? Das hat mir einen gesagt am Sonntagsfest in Heidelberg. Die wiederholen die ganze Zeit. Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung? Der war schockiert. Die Antwort kam so schnell. Der hat gesagt, Mann, der ist ja wirklich gehirngewaschen, der Mann. Meine Meinung? Weil da habe ich wirklich Angst davor. Meine Meinung? Bitte nicht. Der war schockiert, der Mann. Und dann habe ich den gefragt, und was ist Ihre Meinung? Ja, ich habe gelesen, ich habe gehört und er hat auch zitiert. Ich dachte, hören Sie mal, Sie zitieren auch. Die Frage ist, was und von wo? Da ist der Unterschied. Aber Sie zitieren auch. Prabhupada hat gesagt, wir sind so hilflos, wir können nicht mal rausfinden, wer unser Vater ist, wir müssen unsere Mutter fragen. Natürlich, heutzutage gibt es viele Mütter, die wissen das nicht, aber das ist eine andere Sache. Wer war der Vater? Wir brauchen Informationen, sowieso. So, da ist der Unterschied. Aber das ist schon zu kompliziert für die meisten Leute. Dann kommt der letztliche Argument. Ich glaub's nicht. Das ist halt wirklich ein schlagkräftiger Argument. Ich habe den Leuten gesagt, weil ich glaube auch nicht, dass sie ein Gehirn haben. Aber vielleicht haben sie einen, weiß ich nicht. Aber ich glaub's nicht. Auf der Straße manchmal haben wir einen richtigen Trick. Aber das ist sehr selten, dass man überhaupt so mit Leuten sprechen kann. Ich kann euch nicht vorstellen, welche Ebene wir manchmal diese Bücher verteilt haben. Ich kann Prithu Prabhupada zitieren, da habe ich gesehen, der hat verteilt auf der Straße. Da kam der Nektar der Hingabe in Deutsch raus. Vielleicht gibt es noch diese Ausgabe irgendwo. Braune Umschlag und innen drin war das so marmoriert. Das war so, ja, so grau Marmor. Prithu ist auf die Straße, hat gesagt, nehmen Sie es mit. Außen wie Schokolade, innen wie Marzipan. Völlig verrückte Mantra. Und die Leute waren, okay, wie viel kostet das? Die haben Hunger gekriegt. Das kann man nicht nachahmen, bitte. Das kann man nicht nachahmen. Aber es war sehr überzeugend. Das Buch verteilt. Marzipan, Schokolade. Aber das ist die Ebene, auf der sie waren. Marzipan, Schokolade. Okay, das Buch nehme ich mit. Kann sich nicht vorstellen, es wird öfters mal unterschätzt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht arrogant werden. Ah, alles Tiere hier. Heute gehen wir die Tiere füttern. So kann man nicht verteilen. Wir nehmen die Leute als Wesen sehr ernst. Aber ihre Bedeckung, was sie da machen, das kann man nicht ernst nehmen. Das muss man ganz wissenschaftlich sehen. Das ist die Bedeckung und das ist die Person. Und entsprechend der Bedeckung kann man, das Prabhupada hat so gepredigt. Kamen Leute rein, erwarteten große Diskussionen. Prabhupada hat gesagt, wie geht's Ihnen? Oh, ja, Prabhupada, Sie sehen sehr gut aus. Da waren sofort eine Ebene etabliert, wo die einfach mehr relaxed waren. Da war nicht dieses Argumentieren-Ding. Und dann hat Prabhupada gepredigt. Ne? War unglaublich, wie Prabhupada einfach diese Ecken da abschneiden konnte. Damit er Krishna Museum vermitteln kann. Okay, ich denke, wir wollen mal raus heute auch noch, ne? Shrila Prabhupada ki! Jai! Ich mache kurz noch eine Ansage wegen rausgehen. Also es gibt jetzt Frühstück. Ich habe kurz Nachtrag. Ich habe es